Die waren hoch, obwohl man auf so Vorrundengegner trifft, wie zum Beispiel Island, Norwegen und Ungarn. Es hat auch gut begonnen mit dem programmierten Auftaktsieg gegen Brasilien. Allerdings gestern gab es doch einen Dämpfer mit der Niederlage gegen Japan. Das Comeback der Österreicher nach 17 Jahren WM-Abstinenz geht in Norrköping, einer Stadt in der schwedischen Provinz Östergötland, über die Bühne. Und es gelingt ganz nach Wunsch. Gegen Brasilien gibt es einen klaren 34:24 Erfolg. Die Erleichterung über den geglückten Auftakt ist spürbar. Aber ich war nervös und ich denke, ich war ganze Mannschaft Anfang an. Aber ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben mit gutes Abwehr gespielt, denke ich. Ein paar Fehler gemacht, aber viele Chancen im Angriff gehabt auch. Die vor allem Deutschland-Legionär Konrad Wilczynski verwertet. Er trifft in seinem 100. Länderspiel nicht weniger als 9-mal. Das Ergebnis war sehr deutlich, aber gerade in der Anfangsphase hatten wir auch Probleme. Wir haben geführt, aber dann haben wir uns vielleicht zu sicher gefühlt und dann kommen die natürlich zurück. Aber wir haben das in der Halbzeit nochmal angesprochen, haben uns ganz klar auf deren drei Angriffsmittel konzentriert und das hat zum Sieg gereicht. Und das, obwohl die Brasilianer nach 11 Minuten sogar in Führung gehen. Ein Ausrufezeichen des Außenseiters, quasi als Warnung vor dem nächsten Gegner, Japan. Was wissen Sie über Japan? Sehr wenig, ehrlich gesagt. Also über die aktuelle Mannschaft, natürlich von der Spielphilosophie weiß man ein bisschen was, wenn man sie früher mal gesehen hat. Ich habe auch heute nur, wie wir in die Halle kamen, 1, 2, 3 Minuten was gesehen. Sonst weiß ich nicht viel, aber das wird jetzt natürlich ganz intensiv passieren. Wir haben Videoleute mit, die schon die Schnitte oder gerade dabei sind, die Schnitte zu machen. Und wir werden sehr, sehr viel Informationen wieder kriegen. Und Japan ist auch so gefährlich und spielt ein bisschen anderes als andere europäische Mannschaften. Wie war? Japan überrascht die Österreicher ein ums andere Mal mit schnellen, unerwarteten Spielzügen. Und vor allem mit einer offensiven Deckung. Auf den Videos vom Asien Cup war noch eine defensive 6-0 Deckungsvariante zu sehen. Nächster Fehler. Silagi zu Schlinger, kommt nicht an Konter. Tor 18:11. Ja, und jetzt werden da auch erste Unmutsbekundungen innerhalb des österreichischen Teams erkennbar. Es ist eine unorthodoxe Mannschaft, sowas gibt es. Vielleicht ist es noch Südkorea so, aber ansonsten gibt es sowas nicht im Handball, wie wir das kennen. Und diese offensive Deckung auch, ich glaube, die Norweger haben sich gestern eine längere Zeit gehabt, sich vorzubereiten, haben trotzdem teilweise auch unglaubliche Fehler gemacht und wir haben das heute noch getoppt, leider Gottes. Auffällig die Abschlussschwäche der Österreicher bei klaren Chancen. Ich brauche nicht so viel analysieren. Wir haben heute gesehen, wir haben so unglaublich schlecht gespielt. Ich bin super enttäuscht und ich denke, die Mannschaft sind auch ganz enttäuscht. Und das hat nicht funktioniert in Angriff oder Abwehr. Wir haben so viele Fehler gemacht und ich denke, das reicht. Japan reicht es zu einem 33:30 Sieg. Für die favorisierten Österreicher war das Gezeigte zu wenig. Morgen treffen Silagi, Marinovic und Co. auf Norwegen in einem Spiel zweier Verlierer. Denn die Skandinavier haben gegen Ungarn überraschend nach 6-Tore-Führung noch verloren. Im Endeffekt wird es das Match nicht sein, was am Ende zählt. So, das muss jetzt in die Köpfe rein und wir müssen uns jetzt einfach konzentrieren. Wir müssen die europäischen Mannschaften schlagen. Wir müssen jetzt 1, 2 Mannschaften auf jeden Fall noch schlagen und daran hat sich nach wie vor nichts geändert im Endeffekt. Geändert hat sich nichts, allerdings haben sich Österreichs Handballer das sportliche Leben nicht gerade leichter gemacht.